Hallo zusammen, da sind wir wieder, wie versprochen, mit unserer ersten Skat on Deux Battle. Herzlich willkommen, Eddie. Hallo Daniel. Wer noch nicht genau weiß, worum es hier geht, der schaut sich am besten nochmal das Intro an. Ich verlinke es hier unten nochmal in der Beschreibung. Und für alle anderen, die das Intro schon gesehen haben, Bühne frei und gut Blatt. Gut Blatt. Ja, das ist gleich so ein Ding so an der Kante. Ich glaube, ich werde es mal nehmen und mal schauen. Bisschen hat man, ein bisschen findet man das alte Spiel. Ja, Das ist ja bei ja. dir eigentlich immer so. Wir werden es mal verdeckt spielen und wir schlagen auf. Ja, auch das sind wieder die Kreuz-Lusche. Fragen. Kreuz Lusche, findest du, ist eine gute Idee? Ah, der Eddie, da könnt ihr es sehen, der hat gleich wieder einen entsprechenden Hinweis für mich. Ich werde mal ganz treu hier mit einem Buben loslaufen. So, 15 Stück. Das ist ein Sechser-Two-Spiel mit der Kreuz 10 zu dritt mit 7 und 8, Pik Ass 9 und Karo Dame. Ja, also pauschal, ich spiele ja immer viel nach dem Gefühl. Wir spielen mal den blanken Kreuz König, gucken mal, was der Daniel macht. Okay, den will er nicht. Hier gibt es natürlich auch noch ein Will er paar nicht, Tricks. den will er nicht für immer. Die Kreuz 7, die hat jetzt wohl noch nicht unbedingt das Spiel erklärt. Das war wohl keine Überraschung, ne? Nee, das war erstmal noch keine Überraschung, aber es könnte sein, wir werden das mal so testen, dass wir ihm die Pik Lusche schmackhaft machen. Also, So, die bisschen hat Blanke. man, bisschen findet man. Wenn Daniel gleich die blanke Karo Dame rausschießt, dann wird es für mich wirklich turbulent, was durchaus übrigens im Mondeux alles möglich ist. Ich werde mal eine Karte spielen, die dich jetzt auch nicht unbedingt überrascht. Ich Ja. komme mal mit der Kreuz 9 und So, das nee, die Ding ist, Kreuz das. 9 habe ich gar nicht. Ich komme mal mit der Kreuz 8 und dann bitte mal eine Entscheidung treffen. Ja, aber das Problem ist, wir haben aktuell 22 und ich habe noch einen König und eine 10. Ja, so Ja, das wenn ist das der Fall ist, dann werde ich einfach mal die Geschichte ein über bisschen die auch abkürzen, mit der. ne? Aber guck mal, noch einen schönen 31er hingelegt, ne? Also Ja, an da hat. sich Glück im Unglück, wie es dann häufig mal so ist, ne? Kreuz steht zu dritt, aber die Vollen standen günstig für mich, ne? Und Genau. Trumpf im Übrigen natürlich auch glatt. Das war ja auch schon fast Voraussetzung. Ja, die Findung Und war noch ausbaufähig, muss man sagen. du hast tatsächlich auch mal schlecht gefunden, habe ich gesehen. Zwei Siebener lagen drin. Ja, an einem So, Mann. jetzt gehe ich hinein. Das höre ich gerne, mein Lieber. Denn irgendwann, oh, das höre ich Auch natürlich nicht ganz gerne. ordentlich gefunden. Ui, und die Karte steht Press. Ui, steht die Karte Press. Also Maximum dagegen, Bauern zusammen und Pik König zu dritt. Was hast du denn gedrückt, mein Lieber? Kreuz 10 sogar auch noch im Keller. Was? Ja, Kreuz dadurch, dass ich eine 10? volle gedrückt habe, könnte ich favorisiert sein bei dem Spiel, aber Karo läuft auch alles. Was hast du gedrückt? Kreuz 10 und eine Kreuz Lusche, ne? Wenn ich das richtig sehe. Kreuz 10, Kreuz 8. Gut. Ja, Pik darf ich natürlich nicht abwerfen, also muss ich hier einiges. Ah, guck mal an, da kommt Pik auf den Tisch. ja. So, ich glaube, den ersten werden wir natürlich traditionell noch nicht verhaften. Ui, so clever spielst du das. Ach, du willst deine Kreuz kürzen, ja. Ja, Ja gut, aber dann muss ich dir vor allen natürlich Dingen will ich den. einen Weg für mein Herz Ass finden, ne? So, gut, das geht ja an sich so am leichtesten. Jetzt spielen wir hier den Kreuz sogar einmal rüber. 37. Und jetzt können wir noch einen schönen Zwischenzug machen. Ja, und ich denke mal, da werden wir mal die ohnehin verlorene Herz 10 hier ins Gefecht schicken. Naja, ein bisschen tricky, man darf jetzt nicht abwerfen. Wobei darfst du wahrscheinlich doch, ne? Haben wir nicht erst 32 liegen? Langt immer noch für dich, ne? Ich glaube, das langt so oder so. Ach so, ja, das hätte sogar. Ja. Ich muss jetzt ja sogar noch einen König dazugeben hier. Alle Bilder noch zu dir, ja, 69. Letztlich klare Sache mit dem vollen gedrückt, in der Tat. Das hat die Das ist Geschichte kein entschieden. schlechter gewesen, ja. Ah, guck mal, da hätte ich ja mal ein Spiel gehabt. Spanische Findung. Dos Assos in Stockos. Nehmen wir die. Nicht ganz so schön, aber zumindest gut genug für ein Herz doppelt offen.
Also, das müsste jetzt auch ein ganz schlechter Tag sein, wenn da was anbrennt. Ich merke wirklich bei dir, Daniel, so geschlossen ist überhaupt nicht dein Spielstil, ne? Du spielst immer idealerweise zweimal offen. Naja, wenn die Oder einmal Karte. offen, meistens immer zweimal offen. Wenn es die Karte hergibt, ne? Sagen wir doch, sagen wir ehrlich, wenn es die Karte hergibt, ich glaube, dieses Spiel, das wäre keine gute Entscheidung, es geschlossen zu spielen. Da würdest du eher Punkte verlieren auf lange Sicht. Wahrscheinlich schon, wahrscheinlich Einfach schon. gewonnen, es gibt den Karo-Stich, es gibt den Trumpfstich noch. Wunderbar. Außerdem ist es ja im Rondeau sowieso grundsätzlich immer besser, zweimal offen zu spielen, weil die Spiele sind dann stabil und zählen am meisten. So ist es. Und auf irgendwelche Lärchen lasse ich mich ja im Rondeau ganz selten nur ein. Ja, ich denke, die Drückung ist doch klar. Die Ansage ist auch klar. Wir machen es wieder doppelt offen. Das Einzige, was ich noch nicht ganz genau weiß, ist, wie werden wir das Spiel eröffnen? Werden wir von oben ziehen, das wäre wahrscheinlich gegen vier Trümpfe schlecht, es sei denn, das Trumpf Ass steht blank. Es ist natürlich auch nicht so eine richtig geile Idee, hier ein rotes Ass ins Feld zu schicken. Also ich glaube, die solideste Eröffnung ist tatsächlich eine Kreuz-Lusche. Und schau mal einer an. Fünfmal Herz dagegen und vier Trumpf, also sitzt gar nicht mal richtig gut, aber ich denke, dass. Ich wollte schon Kontra rufen. Ich denke, das wird eng, aber es müsste noch für mich reichen, oder? Na, gucken wir mal. Ja, das wird eng, sollte aber reichen, das sehe ich genauso. Die Hier gibt es auch. Hinterhandposition. Ich Jetzt, glaube jetzt aber, kommt es der war. jetzt kommt der klassische Spruch, wir müssten die Plätze tauschen. Dann wird es interessant werden, dein Spiel, aber wir sind ja nicht bei Wünsch mir was. Ja, da könnte man jetzt getrost einfach gewonnen machen. Aber Jeden Fall war Kreuz Lusche, glaube ich, die beste Eröffnung. So viel kann man sagen. Ja. Kreuz Lusche war auf jeden Fall eine sehr gute Eröffnung. Jetzt Hat nur. sozusagen Kontrolle über das Spiel gewonnen. Ja, ich Jetzt. klicke mal hier etwas. Lustlos durch die Gegend, so, hopp. Karo nimmt er mit, dann kommt der Rückschub. Also wenn ik rausnehme, dann kontrolliere ich noch die Pik 10. Deswegen nehme ich hier mit und schiebe gleich Karo zurück. Gibt zwar erstmal drei Augen mehr in diesem Stich, aber wie gesagt, die Kontrolle über die Pik 10. Und das. Die Kontrolle über die Pik 10 absolut behalten und souverän gelöst. So. Wie sieht es denn jetzt aus? Achso. Ja, ich reize zu wenig, ich reize zu wenig. Na, ich glaube, Oh, der Daniel ist da. der Daniel hat mal wieder ein bisschen Material hier bekommen. Auch jetzt nicht die allerschwerste Aufgabe, denke ich mal. Zumindest mit der Spielansage tue ich mich noch leicht. Eine sehr starke Beikarte, muss man sagen. Ausgerechnet Karo. So, ui. Mensch, ein bisschen was hast du aber auch, ne? Die beiden alten Herz Ass 10, sehe ich das richtig? Ja, Herz Ass 10 Lusche sogar. Das Problem ist, dadurch, dass ich Herz Ass 10 Lusche habe und du ja offensichtlich Pik Dame Lusche gedrückt hast. So, hier nimmst du schnell den einen vollen aus von deinem Partner mit. Das ist Ja, aber ganz schnell mit. Vielleicht mache ich es. schade. Na gut, den Pikstich gibst du jetzt noch mit. Jawohl. Acht Augen. Und das reicht sogar für Ja. Schneider. Juhu, Karte Genug läuft. ausgebaut. Oh, schon wieder 18. Ja, und Gut, ich jetzt. biete einmal Paroli. Schön. Ich weiß. Das ist ja übrigens beim Modul gar nicht so oft der Fall, ne? Dass beide ein Spiel haben und es dann Nee, auch noch durchführen wollen. mein Spiel wird auch immer schlechter, je höher du reizt. Ja, das höre ich gerne, denn ich kann noch ein bisschen. Ich kann noch ein bisschen, ich kann noch ein bisschen. Naja, gut, Für dann machen 40 wir kriege ich los. es. Ja, ich bin unbesorgt, denn ich habe ja wieder die Option, hier mehrfach offen zu spielen und selbst mit schlechter Findung könnte ich das ausgleichen, aber ich würde mal sagen, komm, ich traue mich. Der geht wieder doppelt offen los. Obwohl er ohne 4 ist, aber dafür natürlich ansonsten ziemlich stabil. Ja, was ist ein Pik Kommt da 10 tatsächlich und ein Abstich? Pik Nein. 10 und Kreuz 10 gedrückt. Ja, sonst hätte Oder ich schon ein bisschen lahm dann, ne?
Alle Achtung übrigens. Da müssen wir jetzt mal die Bauern, müssen wir nicht, aber wir machen es jetzt trotzdem. Ja, so werden die Bauern Immerhin getrennt. solide aus dem Schneider gekommen. Alles rausgequetscht. Solide aus dem, ja, fast alles. Kreuz Ass hätte an guten Tagen auch noch nach Hause gehen können. So, aufgrund der Tatsache, dass der Daniel rennt, werden wir mal 18 sagen. Und Komm, erzähl keine Märchen, das hat doch wohl nichts mit dem Zwischenstand zu tun. Dafür können ist uns die danach noch mal fragen, warum wir das getan haben. doch die Distanz zu weit, um jetzt wegen so einem Zwischenstand schon loszugaloppieren. So, Jawohl. ich So, würde ganz kurze sagen. Pause, bevor ich Schneider werde. Da sieht man, warum die Frage berechtigt war, wieso ich 18 gesagt habe. War das Spiel so schlecht, dass ich jetzt auf Kreuz geschnitten habe und man sieht, das war keine gute Idee. Es war aber auch egal, wenn ich es nicht getan hätte. So, wir strecken uns direkt und akzeptieren die Niederlage. Direkte Strecken verhindert natürlich irgendwas im Bereich Mit Schneider oder Schneider oder Schwarz. Schwarz, genau. Gut, Schwarzgefahr war ja nie, Schneidergefahr wahrscheinlich auch nicht, aber es war ein hoffnungsloses Unterfangen. Klar, jetzt kommt der Abstich, dann kommt noch die 21 im Pik. Also da waren wir nach drei Stichen schon kurz vor 50 und hatten noch einiges in der Hand, ne? Ja, ich sollte mich mehr auf die besseren. Oh, mit Gegenwehr dieses Spiel. Mit Gegenwehr, das ist doch schön. Wenn es mal wieder so ein bisschen knistert. Ja, was hat Ich er denn? würde Was hat tippen, er denn? dass Daniels Reizwert so um die 45 sein wird. Ja, da hast du aber verdammt präzise Oh, da hat er getroffen. aber genau, da hat er sogar genau recht. Eieieiei. So. Oh, ist mal ein bisschen laut. Naja. Eine ganz einfache Geschichte scheint das aber auch nicht zu sein. Gang einmal Ja, ich habe offen. nur überlegt, was die richtigste Spielansage ist. Ich bin immer noch nicht überzeugt davon, aber ich mache das mal so. Ja, ich denke mal, normalerweise wäre das jetzt nicht die korrekte Karte, aber beim Rondeau ist das eine nicht so schlechte Idee, denn Nee, es das haben war. das Ass steht sowieso blank und das fällt ja gleich sowieso auf. Dass da drei Buben sitzen, war auch zu vermuten. Und so gesehen werden wir hier keine große Karriere machen in dem Spiel. Wir haben zum Glück die Chance, jetzt hier einmal mit dem Bubeneinschub den Schneider zu Ja. verhindern. Diesmal ist der Daniel auch hellwach. Hellwach ist er. Hellwach und verhindert den Schneider. Jawohl. Anschlusstreffer. Gut. Anschlusstreffer. Na dann darfst du den sofort nehmen. Ich nehme den sofort und Eddie, komm. Ich prahle mal wieder ein bisschen, Endlich mal ne? wieder zweimal offen. Ich prahle ein bisschen. Das Prahlen ist ja etwas, was man sich wirklich nur mit ausgesprochen guten Karten leisten kann. Und mal gucken, ob es mir denn zugute kommt. Ja, es ist nichts los. Kreuz steht zu dritt, aber erstmal schon mal in der richtigen Hand und Trumpf steht auch artig genug. Ich glaube, Wir da. zeigen mal den sichersten. Oh, Den das war ein sichersten. bisschen überdreht. Das war ein bisschen überdreht. Oh, das war wirklich überdreht. Naja, ich glaube, das war ein bisschen, war vielleicht hat es auch gar nichts geändert, aber trotzdem zu souverän auf rausgespielt, was noch gar kein Raus ist, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe, weil das Doch, sind irgendwie ich. 8. 28 oder sowas, 30, ja. Ah, da hast du den Braten schon gerochen. Ja, dann hast du vielleicht das eine Auge da liegen lassen. Und da haben wir wieder die, wie nennst du sie? Mexikanisch oder Spanisch oder Spanisch, was? Spanisch, Spanisch. Spanisch für Anfänger. So, das sieht nach einer klaren ersten Runde aus. Ja, wobei beim Rondeau ist das ja schnell mal so, durch diese Chance doppelt offen zu spielen, werden teure Spiele ja dann nochmal noch teurer. Also zwei, drei große Spiele und die Geschichte ist wieder im Lot. Aber im Moment liege ich ganz gut im Wasser, ne? Ja, leider lag nicht Kreuz Junge, sonst wäre es ein bisschen interessanter geworden. Sonst wärst du ein bisschen dichter rangekommen, meinst du? Ja, Ja. sonst wäre ich ein bisschen dichter rangekommen. Ich Und glaube, alle Könige stehen zu dritt. Ei, ei, Karo ei, ei. 10 kann kein Fehler sein.
Nein. Ansonsten, na, ich würde sagen, das wird durch die Könige zu dritt, wird das eine Damen und Könige zu dritt. leichte Geschichte herauszukommen. Beide Damen sind zu dritt. Um es mal präziser, ist ja auch selten. Man sagt ja immer, die Könige sind zu dritt, die Damen sind hier zu dritt. So, den nehmen wir mit, den nehmen wir mit. Jetzt schubsen wir den Daniel. Ach, der Daniel möchte unbedingt Karo Ass nach Hause bekommen, glaube ich. Ja, Ja, das hat er jetzt es bekommen. ist ja noch ein Voller nur unterwegs. Ich glaube, den nehmen wir einfach mit. Manchmal muss man es Ja. einfach machen, bevor man es kompliziert macht. So, und da hat der Eddie schon den ersten 96er. Und ich habe zweimal offen gespielt. So, ja, das Spiel muss gehen, wenn ich noch ran will. Und das Spiel. Oh je, oh je, oh je. So. Denk aber dran, wir gehen über 288 Spiele, also Jawohl. halt die Füße flach genug. Was haben wir hier? Mache ich. Fünf Trümpfe sehe ich mit zwei. Okay, guck mal, schon wieder den ersten Stich vergessen. Hier, ich denke mal, ich kann den Herzbuben hier mal guten Gewissens ins Rennen schicken. So, was machen wir? Wir machen zwei Trumpfstiche. Was hat Eddie dabei? Er hat das Herz Ass zu dritt, er hat das Kreuz Ass zu dritt, er hat den blanken Pik König, der dürfte gedrückt sein. Ja, und dann noch eine weitere, das ist erstmal die Arbeitshypothese. Gut, das Spiel geht ja erstmal Auf jeden Fall hat Eddie erstmal schon mal auf jeden Fall sicher zu schnell gespielt. ganz leicht los. Den nehmen wir mit. Mit Trumpf können wir auch nichts mehr anfangen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass Pik König unten ist. 1536. So, wir machen mal hier das Angebot in Herz. Ist sowieso für mich jetzt ein bisschen gerate, welche Lusche da oben ist. Vielleicht hat Eddie tatsächlich mal einen Pik König gehalten. Das wäre natürlich richtig stark und irgendwo jetzt eine Doppellusche im Blatt. Aber Achso, das ja, das wäre tatsächlich richtig stark jetzt, ne? glaube ich erst, wenn ich es gesehen habe. Ansonsten zweimal Ass Doppellusche, also völlig offen, wie er nun gedrückt ist. Für mich wird das jetzt so ein bisschen darum gehen, hier die Zehner ja irgendwie ins Feld zu bringen, ne? So, was hatte Daniel gesagt? 36, lautes Mitzählen ist verboten. In dem Fall gar nicht so schlecht. Das stimmt. Ja. Es ist ein schönes Puzzle. Hattest du was von Pik König behalten erzählt? Ja, ne? Ja, okay. Dann. Ich sehe hier einen Weg auf 60, je nach Drückung. Muss ich mal schauen. Ich sehe mehrere Wege, aber muss auch mal schauen. Schön an sich auch die Symmetrie. Zweimal hast du Ass 9, 8, ne? So, da bleibt er weg. Jetzt stehen wir auf 43. Jetzt ist natürlich Wir gucken uns mal an, was passiert. die entscheidende Frage. Ich glaube, du hättest aber auch nicht so lange überlegt, wenn du die Kreuz-Doppellusche hast, denn dann kommt er nicht hin. Deswegen, ich muss jetzt einmal Kreuz anbieten und zwar machen wir es so klein wie möglich mit drei Augen. Denn ich muss den Konter von Eddie rausnehmen und Kreuz zurückspielen. Den muss ich natürlich abfedern, denn dann geht die Herz 10 auch verloren. Und dann können wir Aber nur noch. wenn ich Pik König gedrückt habe, kriegst du doch jetzt nur 59, oder? Ich hatte aber ziemlich sicher Pik Dame gedrückt, da war ich mir relativ sicher.
Nee, die Pik Dame habe ich und Ja, wir aber kommen. das sind nur 59. Ja, dann bleibt die Glocke leise. Ich weiß aber nicht, kriege ich es denn gelöst? Wie soll ich es anders gelöst kriegen? Wenn ich den Kreuz König anbiete, dann Ja, nimmst du. du spielst jetzt anstatt der sieben Augen in Herz, ja, und jetzt Pik Lusche Dame. Mensch, war das so einfach, das Ding? Ja, du hast nur Jetzt zwei. entscheide jetzt, und danach musst du halt immer noch drauf spielen, denke ich, dass ich Ass Doppel Lusche in Herz habe, ne? Weil Gut, auf Pik Lusche Dame kannst du ja erstmal wieder einfallen lassen. Wir standen jetzt auf 43, genau, du lässt auf 46 fallen. Gut, und dann kann ich dich je nachdem ins Ass einspielen, ne? genau, ja. Wäre es so leicht gewesen auf 60. Gucke ich mir nachher nochmal an. Also wenn ja, dann habe ich hier den ersten Bock Moment, Moment, warte geschossen. mal. Nee, ist gar nicht so einfach. Quatsch. Naja, können wir uns nachher nochmal angucken oder du, jeder für sich. Gucken wir uns nachher mal an. So, den lassen wir auf jeden Fall laufen. Und Naja, das sieht jetzt, kann man ja wirklich sagen, dass die erste Etappe nach Hamburg geht. Ich werde auch nicht mehr versuchen, noch Punkte aufzuholen. Ja. da geht die erste Etappe nach Hamburg und trotz alledem, das interessanteste Spiel hast du mit 61 gewonnen. Das war wohl gerade dieses 22. Spiel. Das sind diese Puzzle, die en deux so spannend machen. Wie werden am Ende die Vollen verteilt? Da kommt es auf Bilder an, da kommt es dann auch mal auf ein Auge an. Ja, mein Weg auf 60, der hätte ein bisschen Hilfe von deiner Seite gebraucht, aber das war wahrscheinlich zu Ja, ich. viel Ja, vorausgesetzt. genau. Wenn ich ausgenommen hätte, dann wären es auf 60 irgendwie gegangen. Das stimmt, ja. Naja. Gut, Eddie. Also, die erste Runde geht nach Hamburg. Die Punkte notieren wir uns für die zweite Runde. Die nehmen wir quasi mit. Es sind so ungefähr 280 Punkte Vorsprung. Aber bei dieser langen Distanz ist das gar nicht. Das ist erstmal zum Reinkommen und Warmwerden. Ja, Karte war bei mir, denke ich, ein Tick überzeugender. Und dann freue ich mich auf die nächste Runde. So machen wir es. Ich muss ein bisschen mehr aufpassen, dass du nicht zu sehr mit deiner Glocke agieren kannst, ne? Habe ich denn heute überhaupt hier einmal geklingelt? Habe ich da überhaupt dran Ja, gedacht? du hast einmal So oder geklingelt. so, falls es noch nicht passiert ist, wir holen es jetzt noch einmal nach. Zum Ende der Runde können wir auch einmal einen leichten Genau. Ton in die Runde schicken und damit ab in die Ecke. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, Eddie. Okidoki, tschüss.